Ich zeige dir heute, wie du dir ein fantastisch klingendes Reverb bauen kannst, ohne einen Cent für teure Plugins ausgeben zu müssen. Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic Pro. Es ist die alte Diskussion, reichen die Bordmittel deiner DAW, reichen die Native-Plugins deiner DAW aus, um professionelle Musikproduktion zu machen? Insbesondere die Reverb-Plugins von Valhalla sind derzeit extrem angesagt. Also bin ich mal auf die Homepage von denen gegangen und habe mir ein paar Hörbeispiele angehört. Und ich muss zugeben, diese Reverbs klingen wirklich fantastisch. Nur, wenn du diese Reverbs möchtest, musst du meines Erachtens ganz schön tief in die Tasche greifen. Wir sind jetzt hier auf der Homepage und wenn wir hier mal runtergehen, sehen wir, das populäre Valhalla Vintage Verb sind $50. Dann kann man sich auch gleich das Valhalla Room kaufen, weil wenn das Vintage Verb schon so gut klingt, klingt die Raumemulation bestimmt auch sehr gut. Nochmal $50. Ein Valhalla Plate Reverb brauchst du bestimmt auch, weil gute professionelle Plate Reverbs braucht jeder. $50. Dann haben wir Valhalla Shimmer, das jetzt auch gerade sehr, sehr angesagt ist. Ich glaube, das ist das Neueste. Wieder $50. Und jetzt, wenn wir schon dabei sind, haben wir das Valhalla Ubermod. Das ist hier ein Flanging Multitap Reverb Weirdness. Klingt auch spannend. Nehmen wir das auch noch mit dazu. Dann haben wir alles im Kasten und sind bei locker flockigen $250. Sowas dämpft meine Freude meistens immer schnell und ich stelle mir dann immer die Frage, kann ich so ein Reverb jetzt nicht auch mit den Bordmitteln meiner DAW selber nachbauen? Und genau das probiere ich jetzt aus. Ich werde nur mit Logic Native Plugins versuchen, das extrem angesagte Valhalla Shimmer Verb nachzubauen, das eine extrem lange Hallfahne mit aufregenden Pitch- und Modulationseffekten verbindet. Der Sound, mit dem ich hier arbeiten werde, ist ein Preset von RetroSynth. Und ich habe ihn so eingestellt, dass er eine sehr, sehr kurze Decay-Zeit hat. Was ich jetzt als erstes mache, ist, dass ich mir das Silver Verb reinlade. Warum? Das Silver Verb hat nämlich Modulationseffekte mit dabei. Und das kommt mir natürlich sehr gelegen, wenn wir das Shimmering Verb nachbauen. Hören wir uns das Reverb mal nur in den Grundeinstellungen jetzt an. Den UAD-Regler fahre ich ganz nach oben, da wir ja hier in einem Auxiliary-Channel sitzen. Und ich fahre auch den Low-Cut weiter runter und den High-Cut weiter hoch. Wir wollen ja ein möglichst breites Frequenzspektrum abdecken, weil wir eine große Hallfahne uns bauen möchten. Ja, wenn wir schon bei groß sind, drehen wir die Size auch noch ganz nach oben. Ebenso wie die Reflectivity auch relativ weit nach oben. Und dann klingt dieses Reverb hier schon so. Und schon haben wir eine sehr, sehr lange Hallfahne. Wenn du jetzt Spaß haben möchtest, kannst du zur besagten Modulationssektion greifen. Die fahre ich jetzt einfach mal hier relativ weit nach oben und dann klingt das Reverb so. Und du hast jetzt schon diesen typisch wabernden Effekt hier, der die Hallfahne schon wesentlich spannender werden lässt. Ebenso in der Modulationssektion haben wir hier einen Phase-Regler. Wenn ich jetzt hier die Phase komplett hochfahre, dann bekommst du ein extrem breites und weites Stereosignal. Was machen wir jetzt, wenn wir ein großes Reverb noch größer machen wollen? Ja, ganz einfach, wir kopieren es. Ja, ich kopiere also jetzt dieses Silver Reverb nochmal hier drunter. Genau das gleiche. Und dadurch wird die Sache jetzt nochmal wesentlich größer. Auch hier kann ich jetzt am zweiten Reverb noch ein bisschen mit der Rate hochgehen, um diesen typisch wabernden Effekt noch zu bekommen. Ich gehe mal hier ordentlich nach oben. Aber unser großes Vorbild, das Valhalla Shimmer, hat ja noch Pitch-Effekte mit drin. Und diesen Pitch-Effekt bauen wir jetzt auch ein in Schritt 2. Und das mache ich über einen Pitch-Shifter, über was anderes auch. Bitte beachte, dass ich den Pitch-Shifter jetzt zwischen das erste Reverb und das zweite Reverb lade. Sonst klingt das echt zu krass, ja? Das heißt, der Pitch-Shifting-Effekt wirkt sich auf das zweite Reverb hier unten aus, aber nicht auf das erste. Was ich jetzt mache, ist, ich möchte es einfach die Hallfahne 12 Halbtöne nach oben drehen und ich gehe Mix auf so ungefähr 50%, um ein gutes Ergebnis zu bekommen. Und jetzt solltest du hier die zweite Reverb-Fahne, die ich drunter gebaut habe, sollte jetzt hier eine Oktave höher kommen und dadurch können wir die Hallfahne noch dichter machen.
Ja, wir können auch noch mal krasser abfahren, indem wir jetzt hier im Mixer 75% hochgehen von dem Pitchshifter. Dann hörst du mehr von dieser höher gepitchten Hallfahne. Sehr cool. Mir gefällt es aber jetzt hier mit 50% besser. Ich glaube, damit fahren wir ganz gut. Was du jetzt hier auch hörst, ist, dass du das Anschlagsgeräusch dieses Grund-Synthesizers noch sehr gut hören kannst. Ja? Also wenn ich jetzt hier oben mal, wenn du mal drauf achtest, auf das Anschlagsgeräusch, auf die Attack. Das hört man sehr, sehr schön. Und das ist in manchen Produktionen gewollt, aber manchmal im Sounddesign möchtest du das Anschlagsgeräusch auch nicht hören. Das kannst du ganz einfach machen, indem du hier anstatt auf Post-Pan auf Pre-Fader gehst. Das bedeutet jetzt von der Signalkette her ganz einfach, dass er jetzt in der Signalkette diesen Fader hier umgeht. Also wenn ich jetzt hier leiser mache, hat das keinen Einfluss auf den Bus hier. Das heißt, wenn ich jetzt hier einen Akkord spiele, hören wir nur die Reverb-Fahne, aber nicht das Originalinstrument und auch somit auch nicht das Anschlagsgeräusch. Und das klingt dann so. Ich gehe mal hier wieder zurück auf Post-Pan, damit wir das Anschlagsgeräusch wieder hören, weil mir das besser gefällt. Und jetzt ist es so, dass die Reverb-Fahne sehr, sehr lang ist, sehr, sehr voll ist, aber auch wahnsinnig viele Frequenzen abdeckt. Und deswegen baue ich jetzt hier noch einen Channel-EQ am Schluss ein und werde das High-End und das Low-End hier mit so einem Shouting-Filter am besten so ein bisschen beschneiden, so 200, 300 Hertz fast. Und hier oben gehen wir auch nochmal bis 6K ungefähr hier rein, weil es sonst doch sehr, sehr mumpfig klingt. Ich schalte das hier jetzt mal zu und dann hörst du, dass das Reverb trotzdem die lange Hallfahne hat, aber so ein bisschen dünner klingt und das finde ich in dem Fall jetzt dann schon angenehmer. Nochmal zum Vergleich ohne EQ. Ja, schon sehr, sehr massiv vom Frequenzbereich. So klingt es wesentlich angenehmer. Was du jetzt machen kannst, ist, du kannst jetzt natürlich auch Frequenzfahrten machen. Das kommt auch immer sehr gut bei so einem Reverb. Und dazu fahre ich jetzt einfach hier ein bisschen im Frequenzspektrum rum, während der Akkord hält. Und du wirst hören, dass das auch sehr, sehr interessant klingen kann. Du kannst dieses Reverb jetzt natürlich nicht nur auf Flächensounds anwenden, wir können es auch auf Plugged Sounds anwenden. Ich habe mir hier so einen Sound von Sculpture geladen, auch ein Synthesizer von Logic selber. Und der klingt ohne unser Shimmering Verb zunächst mal so. Nur ein bisschen Delay drauf und jetzt lassen wir das Shimmering Verb dazulaufen. Jetzt bin ich gespannt. Hat dich meine Do-It-Yourself-Version des Shimmering Reverbs überzeugt oder wirst du doch lieber zum Geldbeutel greifen und dir das richtige Plugin kaufen? Schreib mir das bitte mal unten in die Kommentare und mich würde auch sehr interessieren, welche Reverb-Plugins du so benutzt. Die von deiner DAW oder andere von einem Drittanbieter. Übrigens, falls dir das jetzt alles noch viel zu schnell ging und du fühlst dich irgendwie überhaupt nicht sicher beim Einstellen von einem Reverb, dann empfehle ich dir mein PDF 5 wichtige Hallparameter. Da zeige ich dir die 5 wichtigsten Parameter, auf die du beim Hall-Einstellen achten solltest, sodass du jederzeit ein perfektes Reverb für deine Spuren hinbekommst. Das habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt. Das hat schon sehr, sehr vielen Leuten weitergeholfen. Also 5 wichtige Hallparameter unten im ersten Kommentar kannst du dir das runterladen. Falls du weitere Videos zum Thema Reverb schauen möchtest, dann empfehle ich dir dieses. Da zeige ich dir auch nochmal in aller Ruhe, wie du von A bis Z ein Reverb-Plugin perfekt einstellen kannst. Ich bedanke mich jetzt ganz herzlich bei dir fürs Zuschauen, schicke dir viele Grüße aus Alicante und wir sehen uns beim nächsten Tutorial. Bis dann!